Liberale 2013 Edition Marokko. Herzlich willkommen hier aus dem Fahrerlager der Liberale am fünften Tag. Heute sind wir in Zagora. Das Fahrerlager ist komplett. Wir hatten bis jetzt viele Ausfälle, aber soweit man es aus jetziger Sicht sagen kann, sind sie ins Ziel gekommen. Das Elite Racing Team fährt hier gemeinsam mit dem Team Jolly Car, Custom Made 911er Porsche, sogenannte Porsche. Vor zwei Tagen leider ein unglückliches Missgeschick. Seitdem kein Porsche, sondern ein Buggy. Die Jungs leisten hier wirklich Unglaubliches. Die Mechaniker, Matteo hier der Mechaniker des Teams, Loris als ebenfalls Pilot und Mechaniker. Abdul nicht zu vergessen und natürlich. Abdul, Loki. From Zagora. Aber natürlich letztendlich der Pilot Agostino Rizzardi. Agostino, tolle Rallye bis jetzt. Ja, schön, sehr schön. Schöne Pisten. Schöne Pisten, ganz schöne Dünen, schöne Strecken und insgesamt eine schnelle Strecke. Jeden Tag etwas Neues und 6, 7, 8, 10 Tage, 10 Stunden pro Tag fahren und anstrengend, aber schön. Und gute Kompetition, Leute auch relax. Sie helfen sich, schön, muss ich sagen, ein bisschen anstrengend, weil ein kleines Unfall vor ein paar Tage gehabt haben, aber also für den zweiten Tag sind wir Sieger, das heißt, wir haben den zweiten Tag und jetzt den vierten Tag sind wir Sieger des Tages, das ist okay, das heißt, Auto ist okay, auch wenn es ein bisschen kaputt ist, wir fahren immer schnell in jeden Fall. Okay. Dann noch zwei Tage stehen noch bevor. Ausschauen. Wichtig ist in Sicherheit fahren, weil es halt wir sind aus das Rallye um so die Ende des Klassifikation, aber doch jedes Tag voll Gas fahren und sich amüsieren auch. Weiterhin alles Gute. Genau. Danke. Ja, und der Grund, warum wir alle hier sind, ist natürlich umstritten, dieses Bike. Aber nicht nur dieses Bike, sondern da gehört natürlich auch ein Fahrer dazu, Chris Horvath, Dr. Christian Horvath. Danke. Ja. Bekannt als Navigator vom Africa Race. Chris, fünfter Tag. Was unsere Zuschauer natürlich brennend wissen wollen, wie geht's dir? Danke, gut. Es war irre anstrengend bis jetzt. Eigentlich anstrengender, als ich mir gedacht habe. Es waren eigentlich von den 5 Tagen jeden Tag 300 Kilometer zu fahren. Am ersten Tag 500 Kilometer. Und davon 99% spezial. Also keine Verbindungsetappen. Es ist eigentlich die kleine Dakar, weil man fährt nichts am Asphalt und das macht es wirklich anstrengend. Also wir sind schon sehr alle geschlaucht und es tut alles weh, die Nasen tut mir weh, ich weiß noch mal nicht woher. Da habe ich auch die Nasen gekriegt, aber die Schmerzen hat man sich hingekriegt. Es wurde heute aufgrund der Wetterkapriolen ein Teil der Sonderprüfung gestrichen? Angeblich wurde ein Teil gestrichen, wobei ich bin glaube ich alles gefahren, weil die Dünen sind angeblich gestrichen worden, aber ich habe trotzdem die Abkürzung genommen durch die Dünen. Ich habe dann ein bisschen länger gebraucht, aber es hat auch Spaß gemacht. Und das war wirklich ein großer Sonnensturm halt wieder. Das war nicht so witzig, muss ich sagen, aber das ist Rallye, das gehört dazu. Das ist Rallye, du sagst es schon recht schön. Die Vorbereitungen waren natürlich wie bei jeder Rallye chaotisch. Man weiß jedes Mal, die Rallye kommt auf einem zu und dann
letzten Moment kommt man dann drauf, dass man doch noch was braucht. In deinem Fall war es dann doch das Bike. Ja. Du hattest also keine Zeit, dich darauf vorzubereiten, mit dem Bike eins zu werden. Wie geht's dir mit diesem Ofen? Ja, die ersten zwei Tage war Eingewöhnungsphase. Es ist jetzt besser geworden, jetzt bin ich es gewohnt. Also ich bin sehr zufrieden damit. Sie ist ja schon mal in Afrika gewesen. Hat schon mal den Weg nach Dakar gefunden. Jetzt im Vergleich zu deinen bisherigen Bikes, hat es sich gelohnt, so lange zu warten? Ja, das ist natürlich die Top-Liga von den Bikes. Also, es gibt nichts Besseres. Das wissen wir alle. Wobei es ist für einige Streckenabschnitte teilweise zu schwer. Da wird wirklich 120 Kilometer besser sein, aber muss man Kompromisse machen natürlich. Aber ich bin zufrieden, fühle mich wohl. Den Weg durch die Wüste findet man ja bekanntlich mit dem Roadbook. Ja, da haben wir wieder ein schönes Buch gekriegt. Ja, auch für die Leine.